Gute an alle Ciao-Liebhaber draußen und danke, dass ihr das Video eingeschaltet habt. Ja, es geht mit einem nächsten Special, nämlich weiter über das Cow Race. Wir hatten im letzten Part ja das Cow Karate alles und jetzt machen wir alle Races durch. Deswegen, Beginner Race habe ich in dem vorigen Part schon gemacht, deswegen konzentriere ich mich jetzt auf die anderen. Und, nee, Bell wollen wir nicht. Da ist Tiny. Nein, wir wollen MC Devil natürlich haben. So, und das erste Rennen, Herausforderung, die Rivalen um Gold und Silber. Also es sind jetzt nur noch Chaos aus Gold und Chaos mit silberner Farbe in dem Rennen jetzt dabei. So, ich mache jetzt mal hier Sound an. Sehr gut. Ja, wie ihr seht, es sind auch verschiedene Typen. Das ist ein Fly-Typ, Fly-Typ, Run-Typ, keine Ahnung, auch keine Ahnung, und ein Kraft-Typ. Ja, die Devil rennt leicht schneller. Und wir hoffen jetzt mal, dass jetzt kein scheiß Fledermaus in dieser Box ist. Komm, 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 komm. Oh. So, jetzt drücke ich gar nichts mehr. Jetzt lasse ich Controller liegen, weil wir haben ziemlich wenig Stamina. So, direkt an die Wand fliegen und hochklettern. Unser Turbo-Modus, ey. ich glaube, wir gewinnen. So, ein bisschen die Bäume schütteln hier. Komm. Oh, ich hoffe, das Stamina hält bis zum Ende. Egal, weiter geht's. So, jetzt kurz zum Absprung Stamina geben. Damit wir ziemlich schnell drüber schwimmen können. Zack, und weiter geht's. Oh Mann, guck mal, wie weit die anderen entfernt von uns sind, ey. Ah, die nächste Prüfung. Okay, er muss diese blaue Frucht jetzt finden. Dafür gibt es auch ein interessantes Thema. Es gibt, Rumore, darf ich schon auch nicht sagen. Also man denkt, dass durch bestimmte Tierchen, durch bestimmte Items, zwei versteckte Eigenschaften, also vom Chao trainieren kann. Nämlich die Liebe, also die Zuneigung zu einem, und Intelligenz. Also es wird gesagt, dass wenn du das bestimmten Tierchen gibst oder so, und laut der Theorie, ist das Chao intelligenter und wird bei sowas... Nee, warte mal. Stimmt, die zwei Sachen sind Intelligenz und Glück. Stimmt. Also Glück, weil man bei Boxen nicht so eine Fledermaus kriegt, und Intelligenz, dass man bei sowas schneller und das Chao halt richtig entscheidet. Aber ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich auch nicht. Das wird auf einigen Webseiten gezeigt oder auch angepriesen. Aber man hat es bis heute noch nicht hundertprozentig bestätigt bekommen, auch nicht von Sega. Aber nur, dass es mal so gesagt ist. Weil ich hatte damit auch wirklich Chaos, die haben von 10 Rennen 9 mal immer das Falsche genommen. Und hatten immer Pech bei allem. Und ja, bei ihm scheinbar nicht. Ah, mein Stamina. Jetzt sind wir nur noch halb so schnell. So, weil hier in den Regenbogenstreifen gibt es nämlich auch Wege, wo Löcher drin sind, wo man reinfällt. Wie jetzt gerade gut zu sehen. Und das ist manchmal, wenn du dann spielst, weißt du, du bist kurz davor und dann fällst du rein und verlierst. Abfucker 100 Pro. So, Goal. Congratulation. So, wir gehen ja nochmal ins Challenge Race und haben jetzt das zweite freigeschaltet. Wieder MC Devil natürlich. Er kehrt zurück. Wer ist er? Er kehrt zurück, den kenne ich irgendwoher, warte mal. Ah, der ganz rechts, den gibt's schon in Sonic Adventure 1. Den grauen Spasti ist das der. Der da. Bär mit den Chiller-Augen. So. Und, komm. Nein! Och, Alter, willst du mich verarschen? Ja, er hat's auch abgekriegt.
Nein, steh auf, komm. Oh mein Gott, wir sind Sechster. Oh Mann, wir können überhaupt gar nicht verlieren. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, die Parts, die ihr jetzt gerade seht, wo ich gerade am Rennen bin und am Bäume schütteln bin, die werde ich, glaube ich, mit doppelter Geschwindigkeit vorspulen. Oder ich überlege gerade... Nee, sonst kriege ich wieder irgendwelche Nachrichten mit, ja, ich wollte die Rennen sehen. Kann ich auch irgendwie zu den anderen gehen? Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Ah, scheiße. Ja, wir müssen, wow, habt ihr das auch gesehen? Was war denn das gerade eben? Voll an der Kante hängen geblieben. Also die anderen Chaos sind alle noch beim Hochklettern. Oder bei den Bäumen. Ja, ich glaube, es sind eher die Bäume. Und, ja, ich glaube, wir gewinnen so ganz leicht. Ist so geil, diese kleinen Sony-Figuren, finde ich voll süß. Nein, ich nehme. Ja, die Dreiecksfrucht musst du nehmen. Das wäre sehr gut. Komm. Sogar zum farblich passenden Feld von seinem komischen Stachelding über den Kopf. Ey, wenn ich ehrlich bin, sieht eigentlich MC Devil richtig geil aus. Vom Aussehen her. Hat schon Style. Ja, aber ich meine, Stamina. Fuck. Jetzt sind wir schon langsamer. Naja, was heißt langsam? Wir sind immer noch sau schnell. Ey, wenn ich jetzt Stamina 99 hätte, ich würde gerade drücken. Hört ihr das getrommelt? Das heißt, ich habe keine Stamina mehr. Ich drücke gerade auf A. Ah. Jetzt gebe ich den Beat im Hintergrund an, hey. Ja, was mir aber gerade einfällt, wir haben ein Problem, gell? Er ist ja Dark. Und, oh, der hat echt so ein Pech. Wir können an den Hero Race oder an den Dark. An einem der beiden können wir nicht teilnehmen, weil er Dark ist. Oh, wow, das wird nochmal eine Sache. So. Der eine wurde auch besiegt, ey, letztendlich. Kongratulation. Ich glaube, ich werde die nächsten Rennen etwas vorspulen. Weil, das ist ja die ganze Zeit dieselbe Strecke. Nur halt andere Typen. Wie zum Beispiel was? Ich versuche jetzt, da kämpfen wir jetzt gegen den Omni-Chao, also den, der uns eigentlich immer hilft. Ich frage mich auch, ob man den kriegen kann. Weil der sieht eigentlich ganz cool aus. Wie ihr gerade seht. Aber es ist ja immer dieselbe Strecke, deswegen werde ich wahrscheinlich auch den Part ein bisschen... Ja, beschleunigen. Oder ist es dieselbe... Ne, ist eine andere... Oh, ist nur eine Rennstrecke. Okay, die können wir mal durchlaufen lassen. Es ist eine neue und eine andere Strecke. Ja, da wird Stamina auch soweit reichen. Ich sehe nur gerade, dass die Car Races, also die Char Races, ziemlich viel Zeit für anspruchen, weil es sind schon wieder 9 Minuten 26. Und wir sind jetzt erst beim dritten. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich diesen Char Race Part Teil... Nein, aufs Maul geflogen. In ein paar Parts aufteilen. Nur damit ihr dann halt auch alle Rennen seht. Deswegen werde ich mich in diesem Special auch erstmal um die Challenge Race kümmern. Ey, die sind gar nicht langsam, gell? Guck mal hinter uns. So schnell bin ich gar nicht.
Naja, und das Stamina reicht noch gut aus. Und nebenbei erwähne ich auch gerade noch, werde ich vielleicht auch einen Blog über die Chaos online stellen, wo ich auch die ganzen Tipps und alles, was ich weiß, auch reinschreiben werde. So halt auch für die deutschen Chao-Züchter, dass die auch mal eine Seite haben, wo alles ihnen erklärt wird. Und ich unterstütze natürlich auch mit meinen Videos und ja, muss ich immer noch schauen, ob ich das mache und wie viel Arbeitsaufwand es ist und in welchem Umfang ich dieses machen werde. Congratulations. So, das haben wir auch. Wir haben 10 Minuten 47. Egal, ich mache jetzt auch noch ein Rennen dran. Damit wäre dann auch gleich der erste Part schon beendet. Aber hey, es ist ganz gut. Guck mal, wir haben die ersten 4 hinter uns. Kleintierwettkampf. Ah, stimmt. Jetzt kämpfen wir gegen die Tiere. Die extrem angepisst sind, dass die dreckigen Chaos hier die ganze Zeit fressen und ihre Fähigkeiten klauen. Und deswegen wollen sie mir jetzt aufs Maul geben. Oh, der Tiger ist am coolsten, ne? Oder beide Tiger. Und die Robbe, die jetzt genauso schnell läuft wie ein Tiger. Ja, ist klar. Boah, die sind... Ey, die sind aber gut schnell, muss ich ehrlich. Egal, MC Devil ist schneller. Ich frag mich, wie die Robbe umfliegen kann. Beim Laufen. Naja, egal. Beim Rutschen eher gesagt. Ja, die sind schon schneller als die Omni-Chao oder wie die heißen. Die Typen, die nebendran immer mit ihren Fleckchen rum sitzen. Wer gewinnt wohl? Eine sehr gute Frage. 12 Minuten 2. Ich hoffe, wir kriegen das unter 13 Minuten noch hin. So, um die Ecke. Oh Mann. Es kann sein, dass die nächsten Rennen schwerer werden, weil wenn das vierte Rennen jetzt schon dicht hinter mir sind, okay, dicht sind sie jetzt nicht, aber hinter mir sind, kann ich jetzt ziemliche Probleme kriegen. Naja, egal. Also wir haben auch das Rennen gewonnen mit Leichtigkeit. Dank MC Devil. Robert Dritter und Tiger Zweiter. Und wir haben einen Ball gekriegt. Oh mein Gott. Yeah, unsere Chaos haben jetzt einen Ball im Garten. Aber damit muss ich auch leider den Part beenden und werde es ja auch direkt den zweiten aufnehmen mit den nächsten 4 Challenge Races. Also, bis dahin, haut rein.